Boah, ihr Lieben, wir sind wieder da bei Rise of the Dragon Warrior. Und es ist einiges passiert. Es ist so viel passiert, dass ich keinen Bock habe, alles nochmal zusammenzufassen. Deswegen machen wir doch direkt mal weiter. Wir hören auf. Ja, das Spiel ist vorbei. Nein, wir werden uns... Oh, was ist das? Wo? Alles klar, da lag die ganze Zeit eine Pistole rum. Cool. Deine Pistole. Schön, warum sagt mir das niemand, dass es meine Pistole ist? Wunderbar. Und ich habe mich schon gewundert, dass der gute Blade als Privatdetektiv, ja, so überhaupt nicht mit Waffen und mit Bomben außer Haus geht. Aber ja, jetzt sind wir ja gleich doppelt belastet, bewaffnet, meine ich. Und hier hätten wir auch das Magazin. Das habe ich ja das letzte Mal bereits, ja, als solches enttarnt. Fertig, ich möchte bitte den Jake mit der Pistole ausrüsten. So, jetzt sieht er doch, kommt er doch gleich schon viel cooler, nicht wahr? Pistole geladen. Ha, Jake, du bist so fesch, mein lieber Scholli, du. Ha? Gut. Wenn ich das jetzt wieder abnehme, ist dann wieder beides... Nö, dann hat es ja immer noch... also die Munition ist immer noch drin. Gut zu wissen, finde ich ganz fesche. Warum lädt der jetzt so? Ich hab... Oh Gott, was ist passiert? Mein Gott. Bürger der Stadt Los Angeles, dies ist die Stimme Bahamas. Oder zumindest zu einer menschlichen Gestalt. Was ich bin, ist im Moment nicht relevant. Wichtig ist nur, dass ich bald absolut die Kontrolle über diese Stadt haben werde. Und dann seht ihr alle böse, alt aus. Ich mache euch alle zu Chuckies. Ihr Säcke. Wow. Der droht uns. Der droht allen Bürgern von Gotham City. Ach nee, falsch. Ich habe nur zwei Forderungen. Zwei klitzekleine, die ihr mir ganz leicht erfüllen könnt, ihr Pappnasen. Erstens, Bürgermeister Vincenzi muss die Polizeiwache auflösen und sein Amt aufgeben. Ey, ich schließe mich dieser Forderung sofort an. Die kriegst du total erfüllt. Ich sag's dir, also Blade würde ich unterstützen in der Hinsicht. Zweitens, 500 Millionen Dollar in Diamanten und Platin müssen mir auf mein Verlangen hin übergeben werden. Das klingt jetzt eigentlich auch noch nicht so schlimm, oder? Also ich finde, das klingt irgendwie noch nicht so schlimm. Also es gäbe Schlimmeres. Auf alle Fälle gäbe es das. Mann. Weiter. Falls meine Forderung nicht in den nächsten 10 Stunden zugestimmt wird, werde ich meine ansehnliche Vorräte von Drachen-MTZ unter der Bevölkerung der Stadt verteilen. Dann gibt's gratis Drogen für alle. Und ihr müsst sie nicht mehr auf dem Schwarzmarkt illegal kaufen. Ja, ich fange bei Aldi an. Die bekommen sofort eine Gratisladung und dort könnt ihr euch dann bedienen, ihr Lieben. Ha. Einige Beamte der Polizei haben, glaube ich zumindest, die Wirkung dieser Substanz auf den Körper einer normalen Person beobachten können. Ja, es ist keine Untertreibung zu sagen, dass eine MTZ-Vergiftung eine extrem unangenehme Art des Sterbens ist. Da hasche wohl, ne? Das ist eigentlich hier in der Mitte für einen Fliegenpilz. Betrachten Sie dies als faire Warnung, Herr Bürgermeister. Versuchen Sie keine Tricks, oder ich werde alles Leben in Los Angeles vernichten. So einfach ist das. Ja, das klingt nicht so freundlich. Ich hoffe ernsthaft, dass das nicht notwendig sein wird. Trotz allem bin ich ein vernünftiges Wesen. Ja, der lässt mit sich reden, will er damit sagen. Solange meine Bedingungen erfüllt werden. Ich sag doch. Lang lebe Bahamas.
Der lebt doch noch gar nicht. Der entsteht doch erst. Aber wir haben eben ein bisschen arg viel rumgedödelt. Ja? Sehr viel rumgedödelt. So. Machen wir uns auf. Ganz schnell. Heimlich still und leise. Nach dieser tollen Warnung gehen wir jetzt einfach mal nach Jake gucken. Der will sich ja mit uns treffen. Also können wir das mal ein bisschen vorschieben. Neue Musik. Warte eine Minute, damit wir dich absuchen können. Waffen sind hier verboten. Gib sie ab oder verzieh dich. Okay, aber pass gut auf sie auf. Die Waffen müssen wir übrigens abgeben. Sonst sehen wir böse aus. Aber die Dings lassen wir da. Na? Wem soll ich denn die geben, Junge? Ja, da, du bist ja freundlich. Beide, du besser. Mach ich doch auch, Mann. So, schönes Stück. Wäre doch wirklich schade, sie zu verlieren. Hast du sonst noch was für uns? Ja. Wir müssen die Kerle unbedingt mit Schokolade bestechen. Schokolade? Meine Frau wird begeistert sein. Ja, vor allem du mit deinem Doppelkinn. Am besten nimmst du diese auslösende Marke für deine Waffe mit. Wir haben die Angewohnheit, uns nicht mehr an Gesichter erinnern zu können. Ja, dieses nette Teil da brauchen wir unbedingt, sonst kommen wir nicht mehr an unsere Waffen ran. Was sehr schlecht wäre. Auch im weiteren Spielverlauf sehr schlecht, denn der Arcade-Mode wartet auch noch auf uns. Gehen wir mal. Mach dich vom Akku-Penner. Alles so freundlich heute zu mir? Was ist los? Ich habe keine Drogen genommen oder sonstiges, aber wir sind alle sehr freundlich. Jake ist aber nicht da. Mit dem können wir auch nicht mehr reden. Die glotzen uns nur doof an, aber reden können wir mit denen nicht mehr. Super Sache. Hier irgendwie. Gehen wir mal da nochmal rüber. Sind wir jetzt völlig umsonst eigentlich hergekommen, aber egal. Keiner redet mehr mit uns, doch der da. Ah. Tanzt auch ein nettes Mädchen. Lass mich in Ruhe, Kumpel. Wenigstens sagt der Kumpel, ne? Wenigstens das. Also irgendwie sind die alle sehr unfreundlich zu uns geworden. Ich frag mich, warum? Wir haben ihnen doch nichts getan. Sauerei. Den müssen wir jetzt wieder die Marke geben, sonst kriegen wir unser Zeug nicht mehr zurück. Hier. Danke. Und die MG da, die braucht keine Munition. Ja, ja. Dann wollen wir uns mal zum Treffplatz begeben. Ja? Würde ich mal vorschlagen. Die Musik ist cool. Es nähert sich dem Finale. Und Karin ist immer noch entführt. Oh mein. Und irgendwie juckt uns das ein Scheißdreck. Wir können schlafen. Wir waren gerade im Vergnügungspalast und wollten uns vergnügen. Ja. Aber die Karin ist weg. Und es ist uns egal. Ist das nicht blöd? Jake ist natürlich noch nicht da. Wen wundert's? Und weil Jake noch nicht da ist, werden wir einfach mal die Zeit vorspulen. Ja? Was hat er gesagt? Wie viel Uhr? Ich hab mir die Uhr nicht gemerkt. Ich glaube, das war 8. oder sowas, ne? Bestimmt wieder 8. Ah, passiert was. Gut. Da, 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 da. Zur gleichen Zeit. Installiere die Verteiler ins Wassernetz. Hat denn der vor? Hä? Ja? Toll. Was heißt das? Keine Ahnung. Machen wir weiter. Ne, 20.30 Uhr war es, glaube ich, ne? Oh, Blade! Was zur Hölle? Gehört diese kleine Ratte zu dir, Mann?
Oh, das ist dieser Typ, der uns mal angerempelt hat. What the fuck? Was ist jetzt los? Grafikbug. Der höchsten Sorte sogar. Ich kann nichts mehr tun. Nee, jetzt nicht im Ernst, oder? Was soll das? Hä? Hallo? Irgendwas machen? Irgendwas machen? Nö, nur abspeichern. Was machen wir jetzt mal? Das ist bestimmt, weil jetzt der Arcade-Mode eigentlich kommt, ne? Shit. Also Leute, ich breche das jetzt hier mal ab. Bis dann.